Und damit herzlich willkommen zurück zu bei Alien Isolation. Wir sind hier zwar schon in einer zweiten Aufnahmesession. Ich habe zwischendurch kurz eine Pause gemacht. Okay. Was war das eben? Oh. Ja, alles klar. Warnung, Sevastopol-Stabilität gefährdet. Gehen Sie zum nächsten Marshall-Checkpoint und warten Sie die Neuausrichtung der Orbitalstabilisatoren ab. Hatte ich vor. Hallo? Ist da jemand? Was ist das denn für Geräusche, Alter? Die Soundkits ist auch einfach saugeil. Nee. Boah, jetzt ein Bratwürstchen. Schön. Da geht's nicht weiter. Bum. Bum. Hab ich gerade das Licht ausgemacht? Bum. Okay, das ist sauwitzig. Okay, das ist cool. Und nochmal. Dudes. Puff. Das heller, ich will da lang. Hallo. Hallo. Hallo? Lass mich jetzt raus. Zuerst erschrecken und dann nicht rauslassen. Was geht denn hier ab? Das ganze Schiff spricht auseinander hier. Das ist nicht normal. Auf Terminal zugreifen. Sehe was zu legen. Ordner fehlerhaft. Ordner fehlerhaft. Stilllegung. An. Maschinenraum. AW. Stilllegung. Also Jungs und Mädels, Sie haben sicher schon Gerüchte über Sevastopol gehört. Jetzt ist die Sache offiziell. Sevastopol wird stillgelegt. Ich werde mit jedem Einzelnen über den jeweiligen Vertrag und neue Positionierung sprechen. Aber bis dahin haben wir einen Job zu erledigen. Die Schlipsträger wollen das mit einer Minimalbesetzung machen. Es werde also nur ein paar Leute von außerhalb kommen und wir werden Überstunden schieben. Nehmen Sie, was Sie können, solange es etwas gibt. Ich weise darauf hin, dass die Stilllegung keine Selbstbedienung bedeutet. Es wird über alles Buch geführt und wer lange Finger bekommt, den eskortiere ich persönlich zu Marshall Waits. Chief. Okay, also diese Sevastopol wird jetzt hier stillgelegt. Also ich glaube, hier ist auch also dann gar keiner mehr. Hoffe ich. Also ich hoffe mal, hier bin ich ganz alleine. Ich bin bestimmt ganz allein. In jedem Horrorspiel ist man immer allein. Ich habe mich nicht erschrocken. Ich habe nur ruckartig schnell Gänsehaut bekommen. Verflucht nochmal. Wow, Alter. Und das ist erst der Anfang. Ich weiß nicht, wie ich das weitergehen soll. Hallo? Ich brauche eine Taschenlampe. TF, Flashlight, Taschenlampe. Was wackelt das denn hier so? Ich gehe automatisch in die Hocke. Okay, interessant. Flatsch. Erst so einen kalten Lappen durchs Gesicht ziehen. Was steht da? Someone new. Aha, interessant. You always working.
You always now work in Joe. Oh Gott. Nein, wir sind vergessen. Das sieht sehr vielversprechend aus, aber ich gehe erstmal nicht hier hoch. Ich gehe erstmal hier weiter, wenn es hier weitergehen würde. Komme ich da unten wieder weiter? Schätze mal, ne? Ich renne noch. Noch. Betont dieses noch. Weil ich glaube... Wow. Das hat sich ja gelohnt. Ich gehe trotzdem mal hier weiter. Flatsch. 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 Ich find's witzig. La 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 la. Hier raucht's auch. Hehehe. Ganz schön. Oh, da liegt was! Cool. Und ein Sensor. Und liest das da hinten noch was? Nee, das ist nichts mehr. Wer hat denn hier die Gepäckannahme blockiert? Hier alle Koffer einfach mal so gegengeklatscht. Und die andere Seite ist leer. Ist klar. Ist klar. Was ist das denn da für ein interessantes Bild? Oh, eine Leuchtfackel. Was höre ich da? Rechtes Ohr. Also rechte Seite. Everyone is responsible to safety. Aha. Komische Geräusche. Wie kann ich denn die Leuchtfackel benutzen, ne? Schön, dass da nichts steht. Kletter doch noch schneller hoch. Dich könnte ja oben was erwarten. Ne? Oh. Ist ja egal. Hallo? Ein Radio. Cool. Ich glaube, ich mach das mal besser aus. Ich mach nur andere auf mich aufmerksam. Eine Impfpistole. Hallo? Ist da wer? Ich bin hier. Leider. Es war eine ganz dumme Idee, das zu machen, was überhaupt anzufangen. Ein Bildschirm. Ein weißer Bildschirm. Der nichts sagt. Alles klar. Eine fliegende Sevastopol, die nicht fliegt, sondern an Stäben befestigt ist. Die total klein sind. Und das Konstrukt da drauf ist einfach riesig. Die kleinen, drei kleinen Stäbe sollten eigentlich einbrechen, aber ja, ist ja egal. Forgotten. Ja, ja. Sind alle vergessen, das ist schön. Interessante Geräusche. Und ich höre noch so ein Speichergeräusch. Die Nutzung dieses Terminals wird die Karte... Hä? Die Nutzung dieses Terminals... Ja, toll. Ich wollte es nochmal durchlesen, aber okay. Okay, ich kann nicht speichern. Oh, das ist mein Lieblingsbild, ey. Immer wenn ich jetzt speichern kann, ist einfach toll. Jetzt habe ich wieder eine Kassette oben in meinem Bild. Benutzen. E. 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 Ah, E. Mehrmals drücken. Alles klar. Ich glaube, wir machen den Generator gerade wieder an. Steht doch sogar da. Oh, wir haben Licht. Cool. Seh, was du, Link. Privat. Es steht ganz schön viel hier. Harris, Turner, das ist einfach. Zurück. Wir haben eine Spur irgendwo im Maschinenraum. Regeln Sie das Terminal ab. Schalten Sie den Strom ab und vergessen Sie nicht Ihre Berichte. Sie müssen wasserdicht sein. Ihre Berichte müssen wasserdicht sein, wenn all das hier vorbei ist. Wait, Ende.
Ciao. Naja, er hat ja nicht so viel vorgelesen. Öffentlicher Hinweis, die Stellung der Sevastopol. Wir hatten eine lange gemeinsame Reise, aber leider ist sie jetzt zu Ende. Seaxon Corporation möchte bei dieser Gelegenheit all jenen danken, die im Laufe des Jahres auf Sevastopol gearbeitet und gelebt haben und hofft, dass Seaxon dazu beigegangen hat, die Station zu einem besseren Ort zu machen. Unser Vertrauen und unsere Investitionen in diese Station schwanken nie. Sie können sich darauf verlassen, dass Seaxon Apollo Haupt-KI und Heavy-Androiden Sevastopol dienen werden, bis auch die allerletzten Niete entfernt wurde. Wir wünschen Ihnen alles Gute für die Zukunft, denn schließlich ist Sevastopol nicht nur eine Station, wir sind Menschen. Seaxon Corporation. Die Roboter, die Androiden sind also Menschen, sagen sie zu sich selber, und sie wollen Nieten entfernen. Ich hoffe, wir zählen nicht zur Niete. Aber es sieht nicht gut für uns aus. Das sieht gar nicht gut aus. Langley, wollen Sie unsere Sache suchen? Ich habe sie woanders hingebracht. Wir haben alles offen liegen gelassen. Da hätte ich jeder bedienen können. Wissen Sie, wie schwer es war, überhaupt an das Zeug zu kommen? Ich habe alles in einem der Lagerräume versteckt. Sie sollten es finden können. Der Code ist 0340. Das schreibe ich mir kurz auf. Obwohl das einfach noch einfach zu merken ist. Ich schreibe es trotzdem auf. Ich habe es eh gleich wieder vergessen. 0340. Gut. Keine Panik. Niemand geht mehr runter zum Terminal. Nicht nach dem Vorfall. Wir haben außerdem keine Medizin mehr und das Wasser wird knapp. Holen Sie Nachschub. Sie sind an der Reihe. Vielleicht lernen Sie dann in Zukunft besser aufzupassen. Anna. Vielleicht sollte ich mir zuerst den Namen durchlesen und mir dann eine Stimme ausdenken. Aber das war halt Oma Anna hier auf der Station. Super Plätzchen immer gebacken. Ganz toll. Ganz toll. Super, ja. Waren wir da schon? Ich glaube nicht. Stellen Sie den Strom wieder her. Ui. Meh. Wir sind doch gerade welche lang gelaufen. Ich speichere erstmal. Alles ist okay. Da sind nur ein paar Leute lang gelaufen. Ich kann da jetzt durchgehen. Ihre Heimat fährt ab der Heimat. Ach, geil, sieht das jetzt aus. Sind auch da gerade hin, oder? Und die sind ja sich verschlossen. Scheint ja so, ich komme da nicht durch. Schrott haben sie mir hinterlassen. Tolle Leute. Ich komme von hier, oder? Ja, ich komme von da. Hier. Ah, Zugangscode. 0340. Ich habe überhaupt nicht geguckt, welche Nummern das waren. Ich wusste das noch. Noch mehr Schrott. Und ein Medikit. Gut. Öffnet die das Menürad. Ah, mit Q. Ah, ich verstehe. Dann können wir hier so bauen. Das ist ja cool. Können wir noch eine bauen? Jo! Und wie nehme ich die dann in die Hand? Jetzt in der Hand oder so? Ja, schon ein bisschen angehittet. Jetzt habe ich die Leuchtfackel in der Hand. Jetzt müsste... Ah, jetzt habe ich das andere in der Hand. Alles klar. Jetzt haben wir die Leuchtfackel in der Hand. In die... an der Hand. In die Hand. Keine Ahnung. Irgend sowas. Da komme ich auch nicht durch. Alles klar. Noch mehr Schrott. Können wir jetzt vielleicht noch ein Medikit basteln? Wir brauchen... Ah. Impfpistole. Ja, das klingt irgendwie logisch. Da kommen wir lang. Toll.
Wir haben vorhin die Karte aktualisiert, aber wie öffnet man die Karte? Gefunden! Wir befinden uns also hier. Da kamen wir her, da ist die Treppe. Und da ist diese Notverschlüsse, wo es gebrannt hat, glaube ich. Wir müssen jetzt hier weiter. Ein bisschen verwinkelt, aber ansonsten müsste es klappen. Ich bin da ganz gute Dinge. Mhm. Puh, Alter! Boah. Alter, das Ding hat mich starten gemacht. Alter, habe ich mich gerade erschrocken. Boah. Was zur Hölle ist hier passiert? Boah, saugeil sieht das aus. Ist aber bestimmt nur ein PNG, oder? Nee, ein GIF, muss ein GIF sein. Die sieht echt geil aus. Bewegt sich auch, könnte Jupiter sein. So, ich schätze zwar, die sind zwar ganz woanders. Aber so von der Planetangeschaft könnte das ja Jupiter sein mit den Stürmen drauf. Cool. Ich laufe erstmal hier unten lang. Ist ja noch hell, ich glaube, ich kann auch ruhig rennen. Hehe. Now and try. Wollen wir mal sehen, ob wir da reinkommen? Nein! Wir brauchen einen Ionenschneider. Wir kommen also nicht rein. War ja klar. Komm ich rüber. Klar, da kann man nicht mal kurz eben rüberklettern. Das funktioniert nicht. Jetzt juckt auch noch meine Nase. Verdammt. Help. Mhm, forgotten, ja. Guck mal, die haben es aber auch immer gleich geschrieben. Mit dem gleichen Farbverlauf. Cool. Tür verschlossen. Nase juckt. Eieiei. Stranges. Hehe. Außergewöhnliches wird erschossen. Schön. Oh, da! Da, das sind wir doch. Hallo. Hallo. Oh. Hey. Hier, wir sind hier. Hallo. Ey, ich lauf genau in den... Ich lauf genau in dem Licht. Nein, nein, nein. Nein, ja. Hallo. Wer macht das dunkel? Wir haben das gerade nicht dunkel gemacht, oder? Nee. Wir sind nicht alleine hier auf der Station. Ja, aber jetzt. Gehen wir mal weiter. Puh. Ich bin auch überhaupt nicht angespannt, so. Gar nicht. Ich bin tiefenentspannt. Mir geht's super. Ja, auch zu knistern. Nee. Oh, eine Leuchtfackel. Ich habe eine Leuchtfackel gefunden. Noch eine zweite, das ist toll. Steh mal kurz auf. Ja, Hockey will ich jetzt spielen. Ich hock mich wieder hin. Was ist das? Ah, ein Generator. Eins. Zwei. Und drei. In diese Tür aufgegangen. Können wir hier irgendwas angucken? Ne. Alles klar. Das verdeckte Fernseher dahinter? Interessant. Hm. Hallo? Hallo? Das wollte ich gerade gar nicht wechseln. Ganz toll. Da ist gerade einer langgelaufen, habe ich doch gesehen. Und wer hängt da so blöd eine Lampe auf? Das ist voll hell. Aua. Kann ich dagegen springen?
Juhu! Verändert sich der Lichtkegel auch? Gut gemacht. Schön programmiert. Toll. Was haben wir hier? Ein bisschen Schrott. War kein Typen. Da bin ich ganz froh drüber. Ein Ketchup, Tomatenketchup. Es ist doch der gute von Fritz oder so, wie die Firma heißt. Glaube ich. Gucke erstmal auf den PC. Privat. Ach, von Harper. Harper. Männlich, weiblich, egal. Sächlich. So, es tut mir leid. Aber sie müssen nächste Woche nicht kommen. Wie Sie wissen, steckt der Laden seit einiger Zeit schon in Schwierigkeiten. Und ich konnte die Schuldner nicht mehr länger hinhalten. Niemand kommt mehr an. Nach Sevastopol, meine Stimme ist weg. Wir sind nicht allein. Scheinbar schreibt die ganze Station rote Zahlen. Und jetzt wird uns der Hahn zugedreht. Ich verkaufe alles zum Schrottpreis. Einer deiner Ingenieure sagte, man würde es bald offiziell verkünden. Ich sagte ihnen, das nur, damit sie hier nicht einen anderen Job erhoffen. Die Wasserpool ist am Ende. Harper. Schön vorgelesen. An alle Mitarbeiter der Raumfahrtsterminals. Im Interesse der öffentlichen Sicherheit und zur Vermeidung von Panik müssen mögliche Passagiere darauf hingewiesen werden, dass sämtliche Abflüge der Sevastopol gestrichen werden. Wurden. Die Kolonie Marshalls untersuchten Probleme auf der Station und werden alle auf dem Laufenden halten. Aus dem Büro von Marshall Wells. Interessant. Was ist Apollo? Apollo ist die zentrale KI, die Seeksen, Heavy Androiden auf Sevastopol überwacht. Die netten Leute von vorhin. Und ihnen beraten besteht. Außerdem überwacht sie die stationsweite Kommunikation, wo immer sie auch sind. Sie sind in guten Händen. Toll. Seeksen, morgen gemeinsam. Toll. Sie überwachen die Kommunikation. Ich weiß, worauf es hinausläuft. Wir müssen an den vorbeischleichen und um unser Schiff zu kontaktieren. Und sie werden uns angreifen, weil wir Nieten sind. Voila. Nach mehreren Nachfragen hat Marshall Wade Speicher mal. Ein öffentliches Meeting einberufen, um die auf Sevastopol kursierenden Gerüchte anzusprechen. Ist aber irgendwie klar. Anstelle jedoch die erbetenen Antworten zu geben, war er weiterhin ausweichend. Und nur nach wenigen Minuten wurden er und sein Team von der wütenden Menge mit Gegenständen beworfen. Ein Schuss fiel, Panik brach aus und jetzt schmeißen uns Waits und der Rest seines Teams mit Gewalt aus dem Terminal. Wir scheinen auf uns allein gestellt zu sein. Es ist dunkel. Aber ich traue mich nicht, die Fackel anzumachen. Wir brauchen die bestimmt noch. Noch geht es. Ja. Wieso wackeln die Lampen? Interessant. Sehr interessant. Ach, hier kommen wir wieder raus. Guck doch erstmal, was da ist. Die Tussi ist echt blöd. Hier fällt alles auseinander. Das wollte ich auch gerade sagen. Muss ich denn jetzt hier lang? Hallo? Ich kann überhaupt nicht springen, wäre es mir gerade aufgefallen. Benutzen. Ich konnte ihn doch hier gerade benutzen. Ah. Er bewegt sich wie vor Geisterhand einen ganzen Meter zur Seite. Cool. Das ist der neue Staubsauger. Wenn man ihn antippt, bewegt er sich genau einen Meter. Da muss man ihn neu antippen, damit er weiter saugt. Meter für Meter. Er könnte ja irgendwo gegenfahren. Eigentlich coole Idee. Mein Auge zuckt. Nee. Also noch geht's ja.
So schlimm finde ich es jetzt noch gar nicht. Ich habe mich schon zu ein paar mehr. Alter! Ich habe gerade gesagt, es ist noch nicht so schlimm. Ich nehme es zurück. Alter! Was für ein Scheiß! Was für ein kranker Scheiß! Da geht's nicht weiter, bin da klar. Wir müssen ihm natürlich hinterherlaufen. Und wo ist er hin? Hier ist. Na, wir sind doch sehr langsam gelaufen. Wollen wir hier das benutzen? Ne, es piept nur fröhlich. Interessant. Aber die Scheinwerfer unwerfen? Nee, schade. Da ist rot, da kommen wir nicht lang und da hinten brauchen wir irgendwas. Ja. Sorry. Macht schöne Geräusche. Laufen wir mal hier über die Schlafsäcke. Da vorne muss der Ausgang sein. Gehen Sie durch die. Wir brauchen einen Wartungsheber. Wer hätte es gedacht, wir brauchen einen Wartungsheber. Wo kriegen wir den her? Hier schon mal nicht. Wir brauchen Strom. Alles klar, dann geht die andere Tür. Braucht die auch Strom, schätze ich mal. Gehen wir mal durch die einzige Tür, die funktioniert und keinen Strom braucht. Da oben sitzt ein Hamster drin. Hier in dem Schacht sitzt ein Hamster drin. Die Tür ist nur aufgegangen. Und treibt diese Tür an, deswegen funktioniert die noch. Alles klar. Was piept denn hier so? Ein Generator. Hier ist es saudunkel. Ich glaube, ich benutze erstmal den Generator. Damit hier vielleicht ein bisschen Licht wieder reinkommt. Ziemlich anspruchsvoll. Danke. Das hatte ich jetzt hier geöffnet. Ja, toll. Hilft mir jetzt auch nicht wirklich weiter. Da kommen wir immer noch nicht rein. Wir brauchen immer noch den Wartungsheber. Da liegt doch Schrott. Ah. Also ich schätze, wenn wir den Wartungsheber haben, können wir da durch und den Schrott holen. Den Schrott. Das Schrottelchen. Es ist saudunkel hier. Ich hoffe, man sieht noch was in der Aufnahme. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm, ich sehe ja auch nichts. Alter, wo muss ich denn jetzt hin? Ich guck mal auf die Karte. Interessant. Da ist irgendwas Interessantes, da ist was Interessantes und da. Okay. Alles klar. Wo sind wir denn jetzt hier? Wir laufen jetzt hier hoch. Hier. Den stehen wir genau vor. Da kommen wir aber noch nicht durch. Brauchen wir uns erst den Wartungsheber von irgendwo. Wird er sich dann befinden? Boah, Alter! Ganz toll. Ist einfach super. Ganz toll. Ich laufe mal über die netten Leute hier rüber. Hier spricht Turner. Ich habe die letzte Leistungskupplung gefunden. Hat eine Weile gedauert, aber jetzt ist sie aus. Ich muss nur noch die letzte Sicherheitsstrebe anbringen. Kommen Sie zu mir, wenn Sie Ihre ausgeschaltet haben. Dann können wir endlich abhauen. Verdammte Scheiße. Hier überall Geräusche. Hier das Knarren und... Beeilen Sie sich. Okay.
Ja, da konnte man speichern, das ist ja schön und gut. Wir sind dadurch und da. Dafür brauchen wir aber diesen. Alter, mach mal die blöde Musik aus, Alter, die macht mich total kirre. Ich will doch was Anständiges. So, Abwechslung machen, da brauchen wir einen Plasmaschneider, gar keinen Strom, alles klar. Oben braucht er ja Strom, wir haben den Generator angemacht, oben müsste offen sein. Oben ist offen. Looters will pay. Wir looten nie. Habe ich noch nie gemacht. Ich mag diesen Türeffekt. Speichern! Speichern! Speichern, speichern, speichern. Geil. Puh. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Alien Isolation. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es in die Kommentare. Lasst ein Like da. Und ihr könnt mich auch gerne abonnieren. Habe ich überhaupt nichts gegen. Um immer auf dem Laufenden zu bleiben, was für neue APs kommen. Big Doc, ich habe schon Big Cock gelesen, Alter. Ja, bis zum nächsten Mal. Ich verabschiede mich aus dieser Folge von Alien Isolation. Oh. Habe ich jetzt schon aufgehört? Fertig.